Heute stelle ich euch die Ovid X Smartwatch vor. Das ist eine Smartwatch mit Farbdisplay und die kann ich jetzt testen und soll eine angebliche Laufzeit haben von 5 bis 7 Tage. Also ich kann sie jetzt bisher noch nicht bestätigen, aber jetzt sehen wir mal weiter und schauen wir mal, was es ist. Also die Ovid X ist eine Companion-Uhr für iPhone und Android. Das bedeutet, sie ist in Kombination nur mit einem Smartphone nutzbar. So, folgende Funktionen konnte ich bisher benutzen. Und zwar der Empfang von Push-Nachrichten, Fernsteuern der Musik-App, Synchronisation des Adressbuches mit Wahlfunktion. Also zeige ich euch mal gleich hier. Genau, man wischt hier rüber. Dann hat man hier den Telefonbucheintrag. Da sieht man hier jetzt die einzelnen Einträge. Wenn ich jetzt da drauf drücke, kann ich jetzt hier gleich anrufen. So, jetzt warten wir mal. Genau. So, und schon klingelt es hier an meinem Telefon und man hört es, genau. So, also man hat gesehen, man kann hier telefonieren und hat hier auch eine Freisprechfunktion, genau. Dann eben ist es sozusagen hier ein Freisprecher für das Telefon, zum Beispiel bei mir das iPhone. Genau, dann ich habe eben eine Anrufliste mit Wählfunktion, das war das, was ich gerade eben gezeigt habe. Dann habe ich eine Alarmfunktion beim Entfernen des Smartphones. Das simulieren wir jetzt auch mal gleich. Und zwar schalte ich jetzt mal schnell das Bluetooth ab. Genau so. Jetzt macht die Uhr dieses Geräusch und sagt mir, dass sie die Verbindung zum Handy verloren hat. So, genau, jetzt ist es ausgeschaltet. Jetzt verbinde ich das Phone wieder mit dem iPhone, genau, jetzt ist es wieder verbunden. So, jetzt eben, wie man sieht, werden dann auch gleich wieder die neuen Nachrichten per Push rübergeschickt. Genau, so. Dann kann ich hier auf View drücken und dann sehe ich hier die Liste mit den eingegangenen Nachrichten und wenn ich jetzt da wieder drauf drücke, erscheint dann sogar die Nachricht und ich kann sie lesen. Und mit dem Wisch wieder nach rechts schalte ich zurück zum Standardbildschirm und zwar ist das die Uhr. Genau. Dann, was ich natürlich auch noch drin habe, ist das Fernsteuern des Musikplayers. So, genau, jetzt habe ich da den Music Player. Ich drücke hier auf Play. So, jetzt höre ich die Musik. Jetzt starten wir sie wieder. Genau, ich könnte also laut, leiser und vor und zurück machen. Gut. Dann habe ich natürlich noch hier, wie gesagt, das Adressbuch, wo ich die Einträge drin habe, was alles in der Smartwatch eingetragen ist und im Handy, wo beides synchronisiert wird. Genau, also soweit eigentlich alles nutzbar. Einzige, was nicht funktioniert, ist hier die Kamerafernsteuerung, die funktioniert nicht. Dann, was auch nicht geht, was angeblich sein soll, ist ein Schrittzähler,
Habe ich bisher noch nirgendwo gefunden, wo der hinterlegt ist. Was auch noch nicht geht, ist irgendwie die Benutzung der Sprachassistenten Siri oder Google Now. Ja, aber sonst funktioniert eigentlich alles. Ich vermute mal, die fehlenden Funktionen liegen irgendwo an einer nicht aktuellen Firmware bzw. einer nicht aktuellen App. Wobei beides konnte ich jetzt nicht aktualisieren, da ich nichts gefunden habe, wo im App Store irgendwie eine neuere Version gibt, wo ich dann beides durchführen hätte können. Aber soweit ich feststellen kann, ist hier die OMAD X die bisher beste Smartwatch, die ich testen konnte. Sie ist sogar besser als die MetaWatch Frame. Die Akkulaufzeit war bei mir so im Durchschnitt bei 2 bis 3 Tagen, nicht wie angegeben bei 5 bis 7 Tagen. Aber sonst sage ich, ist sie wirklich gut. Kämen jetzt die angekündigten und noch nicht funktionierenden Funktionen dazu, sowie eine etwas bessere Laufzeit des Akkus, könnte ich natürlich eine Note 1 geben. Und daher sage ich jetzt also, für mich ist es die bisher beste getestete Smartwatch, die ich habe, und wünsche euch jetzt.